Dieser Sommerjob ist eindeutig anders. Während andere in Grosskuchen das Mädchen für alles spielen oder Schulhäuser putzen, können die 15 Jugendlichen im Wald und in der freien Natur sein. Ja, den Jungwald schützen, Eschen rausschneiden, Fichten lassen, halt damit der Jungwald wieder wachsen kann und nicht so verwachsen ist. Okay, wo du am Montag hierher gekommen bist, hast du auch gewusst, dass Eschen und Fichten und so sind? Nein, das habe ich gar nicht gewusst. So ist es auch den anderen gegangen. Die 15- bis 18-Jährigen müssen selbstständig entscheiden, welcher Baum bleibt und welcher abgeschnitten wird. Für das müssen sie die Baumarten unterscheiden können. Ich finde es noch cool, weil jetzt weiss ich einfach mehr über den Wald. Und das finde ich cool, dass ich ja etwas über die Natur weiss. Vorher habe ich wirklich fast nichts gewusst. Das Projekt ist dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der GKB zuerst mal zustande gekommen. Die Jugendlichen kriegen für eine Woche Arbeiten 500 Franken und einen Haufen Wissen. Am Morgen haben wir eine so kleine Fragerunde gemacht zum Bäumen bestimmen. Es hat hier sehr viele Baumarten. Also wir haben 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir haben es also jetzt auch gestern Morgen zum Beispiel hergebracht, dass jeder eine andere Baumart nennen konnte, die wir gerade gesehen haben in der unmittelbaren Nähe. Und das ist doch schon einiges. Ich bin sicher, sie werden mit anderen Augen durch den Wald laufen in Zukunft. Morgen Freitag organisiert die GKB noch ein kleines Abschlussfest für die Jugendlichen und ihre Eltern. Und nächste Woche können 15 andere den gleichen Sommerjob in Trin machen.